Das wird die Welt verändern. Ulrich Warntke. In allem steckt ein geistiges Moment drin. Informationserkennung, Informationsverarbeitung. Zielgerichtet. Finde ich es echt schade, dass es immer noch nicht so weit gekommen ist, dass diese geistliche Thematik, also alles, was mit Spiritualität, mit Gott, mit Geist zu tun hat, nicht wirklich in die Wissenschaft einbezogen wird und von der Gesellschaft teilweise immer noch kleingeredet wird und als Esoterik abgestempelt wird. So. Dass Vertrauen zum Arzt eine viel größere Rolle spielt als die eingesetzten Medikamente oder Maschinen. Nichts, was du siehst, was du anfassen kannst, nichts, was materialistisch ist, ist einfach so entstanden. Das muss vorher gedacht werden, sonst kann etwas nicht entstehen. Meine Gedanken, die ein reines geistiges Prinzip sind, steuern im Moment die Materie meines Körpers, sonst könnte ich nicht sprechen. In versteckten Nischen existiert die Zukunft bereits. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community auf Leon Lovelock Highlights. Danke für den ganzen Support. Community wird immer größer, wächst täglich. Jeden Tag gibt es ein neues Video. Abonniert den Kanal, lasst jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen und gerne auch auf Rumble abonnieren. Auf Rumble gibt es auch viele neue Videos. Ich habe, glaube ich, in den letzten 2 Wochen 5, 6 Videos hochgeladen. Also checkt auf jeden Fall Rumble aus, meine lieben Freunde. Und zwar gehen wir in ein Video rein von Ulrich Warntke, welches heißt, das wird die Welt verändern. Ulrich Warntke. Geht nur 4 Minuten, aber ich mag den Dude. Der bringt die Dinge echt sehr gut auf den Punkt immer. Und deswegen ziehen wir es uns jetzt rein. Ich liebe euch, Freunde. Ab geht's. Let's go. Ich bin überzeugt, dass die Hierarchie des Geistes. Hierarchie des Geistes heißt, in allem steckt ein geistiges Moment drin. Informationserkennung, Informationsverarbeitung, zielgerichtet. Das entspricht einer Intelligenz. Und so etwas ist etwas Geistiges. Dass dieses Prinzip erkannt wird in der Gesellschaft, in der Wissenschaft erstmal, und optimiert werden kann, immer wenn ich Mechanismen kenne. Das ist normalerweise, also es gibt ja schon damals, wir haben uns ja die Dokumentation reingezogen, Geist und Aura sind mächtig. Die größte Verschwörung der Menschheitsgeschichte heißt es bei mir auf dem YouTube-Kanal und da hat man ja schon gesehen, dass ganz viele Wissenschaftler früher schon auf den Punkt gekommen sind, dass der Geist mächtig ist, so, weißt du, wie ich meine? Und dass der Geist immer einen Einfluss auf Materie auch hat. Und deswegen finde ich es echt schade, dass es immer noch nicht so weit gekommen ist, dass diese geistliche Thematik, also alles, was mit Spiritualität, mit Gott, mit Geist zu tun hat, nicht wirklich in die Wissenschaft einbezogen wird und von der Gesellschaft teilweise immer noch kleingeredet wird und als Esoterik abgestempelt wird. So. Obwohl es so viele Beweise gibt, dass wir mit unserem Geist so viel anstellen können. Also es gibt mehrere Dinge, die wir uns auch schon reingezogen haben. Vera F. Birkenbiel hat zum Beispiel auch von einer Studie zitiert, wo kranke Menschen bebetet wurden, also es war eine Gruppe aus 2, also es gab 2 Gruppen mit derselben Krankheit und die eine Gruppe wurde bebetet von Menschen und die andere Gruppe wurde nicht bebetet von Menschen und die, die bebetet wurden, haben eine schnellere Heilung gehabt. Der Heilungsprozess war einfach schneller, weißt du? Und das, weil andere Leute für diese Menschen gebetet haben. Das heißt, das hat einen Einfluss auf Materie, Beten, Spiritualität, Meditieren, sich mit dem Göttlichen zu connecten, kann einen direkten Einfluss auf deine Gesundheit haben. Wir haben uns so viele Sachen dazu schon reingezogen. Das Geheimnis der Heilung. Es wurden Tumore mit Achtsamkeitsübungen getötet. So. Mit Handauflegen wurden Wunden geheilt. Placebo-Effekt. Man hat einer Gruppe Menschen Tabletten gegeben und gesagt, dass es eine Wirkung hat und es hat dann gewirkt. Der Glaube daran, dass der Arzt dich überhaupt heilen kann, hat einen Effekt darauf, wie schnell du dich heilst, beziehungsweise ob du wieder heile wirst. So. Und das sind alles Dinge, die uns bewiesen haben, dass das einen riesen Effekt hat, aber leider immer noch nicht richtig Einzug gefunden hat. Und ich glaube halt, es gibt viele Industrien, die da dagegen halten, zum Beispiel die Pharmaindustrie. Weil wenn die Menschen realisieren würden, was ihr eigener Geist und das Göttliche für einen Effekt haben kann auf seine eigene Gesundheit und dass wir uns im Endeffekt am Ende des Tages sogar selbst heilen könnten, wenn wir wollten und wenn wir das realisieren würden, dann würde natürlich die Pharmaindustrie kein Geld mehr verdienen. Und deswegen ist das, glaube ich, so, dass es viele Mechanismen gibt, die da dagegen halten. So. Dann kann ich optimieren. Beispiel. Nocebo, Placebo. Ich denke schlecht und es passiert schlecht. Ich denke gut und es passiert gut. Das ist ein elementarer Mechanismus in uns. Aber er ist überhaupt nicht optimiert, weil keiner ihn
also öffentlich sozusagen verbreitet. Es wird zwar immer wieder benutzt, dieser Effekt, um Tests zu machen für Drogen oder für Medikamente. Und dann heißt das immer, 30-50% war Placebo-Effekt. Aber das ist doch ein Mechanismus, der weitergeführt werden muss. Und da sehe ich die Zukunft. Ich bin überzeugt, es ist sogar schon heute soweit, dass die Ärztegesellschaften sagen, ihre Kollegen sollen den Placebo-Effekt einbeziehen in die Praxis. Es gibt Untersuchungen, die zeigen ganz deutlich, dass das Vertrauen zum Arzt eine viel größere Rolle spielt als die eingesetzten Medikamente oder Maschinen. Das ist das, was ich meinte vorhin. Das ist in der Schweiz damals eine Untersuchung gewesen. Ist doch crazy, oder? Es muss ein Umdenken stattfinden, aus dem Kommerziellen heraus in echte Benefits, wie das so schön heißt, also gute Momente für die Gesellschaft. Und das wird die Zukunft sein. Es wird so weit kommen, dass wenn das erkannt worden ist, dass der Geist in jeder Materie steckt, weil bereits im Subquantenbereich geistige Prozesse ablaufen. Ohne Geist keine Materie. Das ist auch das, wo ich dann auch sage, dass auch, ja, beziehungsweise nicht nur ich, sondern viele wissen, weil ich glaube sowieso an Gott, aber viele Wissenschaftler dann auch an den Punkt gekommen sind und dann verstanden haben, so ey, irgendwas muss das alles hier angestoßen haben, so, weißt du? Weil Materie entsteht immer nur erst aus dem Geist, aus dem Gedanken. Nichts, was du siehst, was du anfassen kannst, nichts, was materialistisch ist, ist einfach so entstanden. Das muss vorher gedacht werden. Sonst kann etwas nicht entstehen. Und deswegen muss jemand die Welt vorher gedacht haben, bevor sie entstanden ist, so, weißt du? Weil wir mit unseren geistigen Momenten die Materie verändern können, das tue ich im Augenblick jetzt gerade, wenn ich spreche. Darf ich das kurz mal ausführen, nicht? Gerne. Ich rede gerade und meine Gedanken, die ein reines geistiges Prinzip sind, steuern im Moment die Materie meines Körpers, sonst könnte ich nicht sprechen. Ich starte hier Aktionspotenziale, wie das heißt, um Muskeln zu kontrahieren, um Muskeln zu verändern. Und diese Aktionspotenziale sind abhängig von Membranen an den Zellen, die durchlässig werden für Ionen, und mit meinem Geist kann ich diese Membran durchlässig machen, weil die Proteine, die diese Tore in den Membranen bilden, sich verändern, dreidimensional verändern. Und das können sie nur, weil Elektronen etwas andere Informationen aussenden. Und die Veränderung dieser Botenteilchen von den Elektronen, die wir Photonen nennen, die kann ich die Eigenschaften dieser Teilchen, kann ich mit meinem Geist verändern, sodass ich jetzt reden kann oder hier meinen Arm bewegen kann. Das heißt, diese natürlichen Mechanismen, die uns alle dauernd aufbauen, werden vernachlässigt. Das muss man halt verstehen so, und das findest du auch alles in der Natur und so, und das findest du, man muss halt wirklich an den Ursprung gehen, wenn man das Leben richtig verstehen möchte so, und das war auch schon immer mein Ziel so. Natürlich, ich weiß, haben auch vorhin Leute reingeschrieben, so, ey Bro, ich vermisse das Entertainment und auf der Straße irgendwelche Leute nach irgendwelchen Musikmeinungen zu fragen und so. Und ich kann es auch verstehen, aber ich war schon, seitdem ich klein bin, auf der Suche das Leben eigentlich so. Weißt du, was ich meine? Und das wollte ich schon immer wissen. Und ich bin in den letzten Monaten und Jahren dem immer näher gekommen so. Und das ist das, was ich möchte so, weil ich glaube, nur wenn du das richtig realisiert hast, dann kannst du auch wirklich was bewegen und auch, ja, glücklich sein und anderen Menschen helfen und einfach verstehen, was du machst, so. Weißt du, was ich meine? Ohne dieses Verständnis will ich nicht durch die Welt laufen, so, weißt du? Das ist schon krass. Weil die Naturwissenschaft geistige Phänomene missachtet. Sie kann sie nicht messen, also fallen sie unter den Tisch. Das geht nicht so weiter und das wird so kommen, dass das in den Vordergrund geschoben wird. Und dann kann ich möglicherweise mit meinem Geist sämtliche Materie verändern. Das ist durchaus denkbar, nicht nur in meinem Körper. Es gibt jetzt schon Versuche, die zeigen, dass mein Geist auch Materie außerhalb meines Körpers verändern kann. Safe, auch bei diesem Doppelspaltexperiment, da ist es ja auch so, dass sobald ein Beobachter da ist, dass die Wellenfunktion zusammenbricht. So. Und das hat ja die Wissenschaftler auch erstmal schockiert. So, wie kann das sein? Nur weil jemand da ist, dass es dann auf einmal nicht mehr funktioniert. Und wenn dieserjenige aus dem Raum rausgeht, dann funktioniert es wieder. Das heißt, Materie verändert sich auch und verhält sich anders. Teilchen verändern sich oder verhalten sich anders, wenn ein Geist in der Nähe ist, wenn ein Bewusstsein in der Nähe ist. So. Und das ist doch so, das ist, Bro, also ich sag dir, ich will, also, Bro.
Diese Erkenntnisse waren für mich sehr, sehr powerful und für mein Leben. In versteckten Nischen existiert die Zukunft bereits. Wenn Uff, das war eine krasse Aussage. Alles bekannt wird und vielleicht die Interessen von kommerziellen Industriegesellschaften nicht dauernd verletzt werden oder die kooperieren, dann wird sich das verbreiten, was bekannt ist, und dann wird die Wissenschaft völlig umgekrempelt werden. Hoffentlich, Digi, hoffentlich. Hoffentlich lassen es die Mächte zu, dass es so wird, weil das ist krass. Das ist krass. Geiles Video. Feiere ich auf jeden Fall. Ulrich Warntke sowieso. Sehr sympathischer Kollege. YouTube, eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.